Hey, hallo, herzlich willkommen. Ja, ich grüße dich ganz herzlich und möchte dich einladen zu einer kleinen Meditation, einer kleinen Metta-Meditation. Metta, das ist, ja, das kommt aus dem Pali, das ist die Sprache, die zu Lebzeiten von Buddha gesprochen wurde. Und Metta bedeutet so viel wie liebevolle Güte, Sympathie, Herzenswärme, Liebe. Ja, und ist eine Praxis, die wir heutzutage mehr und mehr brauchen, wir alle. Und ja, deswegen möchte ich diese Meditation ganz gerne mit dir heute praktizieren. Und ich lade dich ein, deshalb, wenn du magst, zunächst dir einen Platz zu suchen, ein Stuhl, ein Sofa, was auch immer, ein Sessel, in dem du dich ja, in dem du dich wohlfühlst, in dem du dir eine gute Sitzposition suchen kannst. Und dann lade ich dich ein, gerne auch die Augen zu schließen, dich auf dieser Position, in dieser Sitzhaltung, wo auch immer du sitzt, dich dort wahrzunehmen. Erstmal den Körper zu spüren. Die Füße im Kontakt mit dem Boden. Auch die Sitzunterfläche, Sitzunterlage, Sitzfläche. Wenn du angelehnt bist, auch die Rückenlehne, die Rückseite deines Körpers im Kontakt mit der Rückenlehne. Einfach mal deinen Körper spüren, so wie du in diesem Augenblick gerade bist. Auch deinen Atem wahrnehmen, so wie der Atem in diesem Moment gerade kommt und geht. Den Atem einfach nur beobachten, ohne ihn zu verändern. Lass ihn genau so kommen, wie er in diesem Moment gerade kommen möchte. Ja, ganz gleich, ob dein Atem schnell oder langsam kommt, ob er tief oder flach ist, lass dein Atem einfach in seinem eigenen Rhythmus kommen und gehen. Und dann möchte ich dich einladen, mit mir gemeinsam Metta zu üben. Liebevolle Güte, Sympathie. Und falls du bemerkst, dass sich vielleicht dein Herz heute in diesem Moment, diesem Wunsch nicht öffnen kann, dann lade ich dich ein, einfach vielleicht Achtsamkeit auf deinen Atem zu praktizieren, zum Beispiel. Meine Lehrerin hat damals gesagt, wir können diese Wünsche alle dennoch sprechen und für uns trainieren und dann bleiben sie vielleicht auf dem Herzen, anstatt in das Herz zu gehen. Und wann immer der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kann dein Herz dann vielleicht die Wünsche aufnehmen. Deshalb schau mal, was für dich möglich ist und was du einladen kannst und alles andere bleibt vielleicht auf deinem Herzen und fällt hinein, wenn der richtige Moment gekommen ist, wenn die Zeit reif dafür ist. Und so lade ich dich ein, zunächst einmal zuzuhören, wenn ich dir vier Sätze nenne. Metta für dich selbst.
Möge ich glücklich sein. Möge ich mit Leichtigkeit leben. Möge ich gesund sein. Möge ich in Frieden sein. Schau mal, welcher dieser Wünsche für dich in diesem Moment gerade stimmig ist, welchen Wunsch du für dich hast. Vielleicht ist es auch ein anderer Wunsch, dann kannst du auch diesen Wunsch in deinen Herzraum hineinnehmen und sich dort entfalten lassen. Sprich innerlich einen dieser Wünsche nach oder deinen ganz eigenen. Und auch wenn alle Wünsche wichtig sind, schau mal, welcher ist in diesem Moment am allerwichtigsten. Und dann erlaube diesem Wunsch, größer und größer sich in deinem Herzen Raum zu nehmen, sich zu entfalten. Und als nächstes lade ich dich dann ein, Metta für einen Menschen zu sprechen, der dir ganz besonders wichtig ist. Ein Menschen, der dir ganz besonders am Herzen liegt. Und ich spreche dir wieder die vier Sätze vor. Und du kannst einfach schauen, welcher dieser Wünsche heute in diesem Moment gerade am wichtigsten ist. Mögest du glücklich sein. Mögest du mit Leichtigkeit leben. Mögest du gesund sein. Mögest du in Frieden sein. Schau, welcher Wunsch in diesem Moment gerade am wichtigsten ist. Und lass ihn in deinem Herzraum wirken und sich entfalten. Und als nächstes lade ich dich ein, Metta, liebevolle Güte, für Menschen in deinem Umfeld zu sprechen, für mehrere Menschen, für deine Familie, für Kollegen, für alle Menschen, die in deinem Umfeld sind und die dir besonders wichtig sind. Möget ihr glücklich sein. Möget ihr mit Leichtigkeit leben. Möget ihr gesund sein. Möget ihr in Frieden sein. Schau mal, welcher dieser Sätze für dich in diesem Moment am wichtigsten ist. Und dann lass diesen Wunsch, dieses Metta in deinem Herzraum sich entfalten. Und als nächstes möchte ich dich noch einladen, Metta für die Welt zu sprechen. Metta nach Norden, nach Süden, nach Osten, nach Westen, in die ganze Welt hinein. Möge die Welt glücklich sein.
Mögen alle Bewohner, alle Wesen dieser Welt mit Leichtigkeit leben, gesund sein und in Frieden sein. Nimm auch hier wieder einen dieser Wünsche in deinen Herzraum hinein. Lass es wirken. Lass es sich entfalten. Ja, und zum Schluss möchte ich dich einladen zu würdigen, dass du mit dieser Praxis, mit diesen guten Wünschen, liebevollen Wünschen, dass du ja damit übst und trainierst, Frieden in die Welt zu bringen, Liebe in die Welt zu bringen, dass du Gutes tust, einen Beitrag leistest. Ich danke dir dafür. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Tag. Ich grüße dich hier noch immer aus Korfu und lass dich noch einen Moment teilhaben an dieser wunderschönen Insel, an meinem zweiten Zuhause mit ein paar Impressionen. Ich freue mich, dich bald wieder in einem meiner Formate zu sehen und ja, alles Liebe für dich, deine Sabine.